nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. Herzlich willkommen zum neuen Video von uns. Und auch willkommen im Land der Road Trains. Also wir sind ja jetzt gerade vom Carracini National Park unterwegs Richtung Port Hedland. Und wenn ihr unser Video zum Carracini National Park nicht gesehen habt, schaut euch das unbedingt mal an. Es war richtig cool. Wir haben da verschiedene Wanderungen gemacht, Spider Walk, haben die verschiedenen Schluchten uns angeschaut. Ist echt empfehlenswert. Also ja, jetzt sind wir unterwegs, wie gesagt, Richtung Port Hedland, fahren die ganze Zeit durchs Outback. Und ja, hier liegen überall ein paar tote Kühe am Straßenrand ab und zu mal. Und wir haben jetzt heute, endlich habe ich auch mal mein Dingo gesehen. Die sahen echt cool aus, also war wie so eine Mischung zwischen Fuchs und Wolf. War cool. Ja, wie gesagt, bis dann. Das ist also Port Hedland. Sind jetzt angekommen, waren schon einkaufen, also hier Spoolworth, Coles, essen gerade ein bisschen was. Eine Tankstelle und alles, ja. Und wir sind ja gerade am Hafen. Ist halt eine reine Industriestadt wirklich. Also hier ist irgendwie gar nichts schön. Ja, aber wir sind eh noch auf der Durchreise. Wir wollen heute noch den 80 Mile Beach erreichen, was circa in der Mitte ist, zwischen Port Hedland und Broome. Genau, weiter geht's! Wir sind gestern Abend noch tatsächlich am 80 Mile Beach angekommen. Und ich konnte Martin sogar überreden, dass wir auf einen Campingplatz gehen. Somit habe ich heute auch mal Wäsche gewaschen wieder und ja, so ein bisschen Beauty-Tag gemacht, mehr oder weniger. Wir gucken jetzt gleich mal an den Strand vor. Bei uns ist jetzt mittags, wir haben 30 Grad und sind gestern Abend schon zum Sonnenuntergang gekommen und es war so schön. Und ich denke, wir bleiben noch eine Nacht und fahren morgen erst weiter. Und ja, ich zeige euch mal den Strand. Wir stehen direkt am 80 Mile Beach Caravan Park. Kostet die Nacht $35 für zwei Personen unpowered. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Also wir stehen hier gleich zweite Reihe quasi. Haben hier noch die Dünen und dann sieht man auch schon dieses wunderbare Meer. Zum Schwimmen perfekt. Ja, man kann auch mit dem Auto langfahren. Sehr, sehr schön. So, wir sind jetzt auch fast schon wieder auf dem Weg Richtung Broome. Wir waren jetzt zwei, drei Tage hier auf dem Campingplatz am 80 Mile Beach und ist echt ganz nett hier. Man kann sogar dann auch am Strand mit dem Auto wieder langfahren und ja, das Wasser war ein bisschen kalt, aber ja, ist ganz, ganz nett hier eigentlich. Hier ist ja sonst von Oktober bis April, glaube ich, die Schildkrötensaison. Denkt mal, da kann man da nicht mehr am Strand lang fahren. Macht ja auch Sinn. Und ja, genau. Also wir haben jetzt hier ein bisschen gechillt. Haben es uns mal ein bisschen gut gehen lassen. Weil hier ist man irgendwie gefühlt nur unterwegs. Sitzt nur im Auto, hat riesengroße, lange Strecken zu bewältigen. Und ja, dann ist es auch mal ganz cool geworden. Mal zwei Tage sich eine Auszeit nimmt und ein bisschen liest, ja, Videos schneidet, macht der Katharina, wir haben mit Wäsche gewaschen. Ja, was man halt so macht. Einfach mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen relaxen
Und jetzt geht's weiter Richtung Broom, Richtung Cable Beach. Willkommen in Broom. Wir haben es tatsächlich geschafft. Sind gestern noch 3 Stunden gefahren, haben dann hier kurz vor Broom nochmal kostenlos auf einer Raststätte geschlafen. War aber nachts ganz ruhig, von daher alles okay. Dann sind wir eine halbe Stunde noch hergefahren oder eine Dreiviertelstunde und stehen jetzt hier direkt am Strand in Broom. Sehr, sehr schön. Ich war noch nicht drin, aber viele Leute gehen baden. Mal gucken, wie kalt oder warm das Wasser ist. Ich bin auf den Sonnenuntergang heute Abend gespannt, weil typisch für Broom ist ja der Sonnenuntergang und wie die Kamele hier am Strand langlaufen, beziehungsweise die man reiten kann. Ja, mehr oder weniger. So, ich zeige das euch jetzt hier nochmal, wie schön das ist. Ja, willkommen in Broom. Wir sind jetzt hier bereits den 4. oder 5. Tag da. Haben ein bisschen schon das Zeitgefühl verloren, weil ja, uns gefällt es hier wirklich ganz gut. Wir sind jetzt gerade hier am Town Beach. Wir haben nämlich richtig Glück. Alle 2 Wochen gibt es hier ein kleines Naturereignis. Es nennt sich Staircase to the Moon. Das heißt, der Vollmond spiegelt sich so im Meereswasser, dass das aussieht wie so kleine Treppen. Und das ist genau heute. Und da ist auch immer so ein kleiner Markt mit hier aufgebaut. Da schauen wir jetzt gleich mal drüber. Hier ist jetzt gerade Eppe, wie ihr seht. Und sind echt gespannt, wie das dann wirklich aussieht, ob das wirklich so richtig cool wirkt. Haben halt nur Bilder gesehen. Und ja, wie gesagt, uns gefällt es wirklich gut hier in Broom. Wir haben jetzt auch eine gute Möglichkeit gefunden, wo wir arbeiten können. Wir drücken uns jetzt fast immer den ganzen Tag in der Bibliothek rum. Ist echt cool, die haben wirklich viele Arbeitsplätze. Kostenloses Internet und wirklich klimatisiert und alles und ist echt nett. Also, es gibt Trinkwasser, Toiletten. Genau, Trinkwasser, Toiletten. Also richtiges Rundum-Sorglos-Paket. Ja, lau. Ja, und da sind halt wirklich auch viele Backpacker, also ja, doch schon sehr viele Backpacker drin, die irgendwie den ganzen Tag Jobanzeigen suchen oder schalten und sind mal da morgen welche Lebensläufe bei denen auf dem Computer. Und ja, und wir arbeiten ein bisschen. Katharina schneidet Videos für euch und ja, ich mache auch ein bisschen was für die Allgemeinheit. Ja, und vielleicht noch ein paar allgemeine Tipps hier zu Broom oder allgemeine Sachen, was uns jetzt aufgefallen ist. Wir fahren ja mittlerweile immer weiter südlich. Und hier kommt jetzt wirklich langsam die Region, wo es Salzwasserkrokodile gibt, also die wirklich im Meer schwimmen. Und haben wir hier auch in Broom die ersten Schilder schon gesehen, dass hier wirklich welche sein könnten, aber dass man dann einfach meldet und die werden quasi wie umgepflanzt. Wie sagt man das? Umgelagert. Hier leben ja nicht nur Krokodile, sondern auch die gefährlichste Qualle der Welt. Also die Würfelqualle. Und das Gute ist, ja, dass am Strand wirklich so kleine wie Erste-Hilfe-Kästen, also so kleine Boxen sind, wo Essig drin ist, was man dann auf die entsprechende Stelle machen kann, halt zur Erstversorgung. Sollte dann auch auf jeden Fall sofort ins Krankenhaus fahren, weil das echt ziemlich heftig sein muss und ziemlich giftig und ziemlich tödlich auch. Wie gesagt, also wir sind ja jetzt hier in der
oberen Region, wo das wirklich anfängt mit den ganzen Quallen. Und ja, die Saison ist aber nur von Oktober bis Mai. Ja, aber es ist nie ganz auszuschließen, ja, dass dann wirklich was im Wasser ist. Ja, das ist ja das Schöne an der Natur, dass man, unberechenbar. Ja, dass man nie weiß, was einen erwartet. Ich habe auch noch einen Tipp für euch. Und zwar gibt es ja hier nur, also keine kostenlosen Campingplätze, die sind sehr überteuert hier in Schoom. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir jeden Abend rausfahren auf einen kostenlosen, der allerdings 50 Kilometer entfernt ist. Wir fahren aber nicht so weit, sondern nur bis zur nächsten Rest Area, wo nicht steht Campen verboten, und schlafen da jetzt schon 3 Nächte, glaube ich. Reisen aber früh immer ab, dass der Ranger uns nicht vielleicht doch erwischt, und wir zeigen euch das mal noch. Es ist halt wirklich nur an der Autobahn, keine Toilette, kein Wasser, nichts, und teils sehr laut. Letzte Nacht hat zum Beispiel ein LKW geparkt und hat die ganze Nacht seinen Motor laufen lassen, währenddessen er wahrscheinlich geschlafen hat. Also keine Ahnung, was das sollte, und es ist echt nervig manchmal. Aber ja, was will man machen, wenn man pro Tag $40 sparen kann, ist das schon enorm. Ja, wir sind hier gerade wieder auf unserer Raststätte, wie ihr hört. Ist es nicht ganz so laut in der Nacht, weil ja nicht wirklich viel Verkehr ist. Und wir schlafen hier die ganze Zeit schon kostenlos. Und aber hier sieht es aus wirklich wie Sau. Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir ja schon das alles nutzen können und so, dann haben wir uns jetzt ein paar Müllsäcke geholt und werden hier mal ein bisschen, ja, den ganzen Müll wegräumen, weil das ist wirklich, ja, ein bisschen traurig. Das ist eigentlich nicht normal in Australien. Überall ist eigentlich überall sauber. Außer hier. Ja, sieht halt überall aus wie Bombe. In Broome, und zwar ist heute der 30. Juni, also wir sind schon, glaube ich, 2,5 Wochen hier. Wir stehen jetzt hier gerade direkt am Gable Beach in diesem netten Resort. Ihr solltet euch hier übrigens auch unbedingt mal den Pool drinnen anschauen, das ist wirklich sehr, sehr nice. Und wir warten jetzt hier auf unser Taxi, und zwar fahren wir jetzt zur Waltour, oder wir machen jetzt eine Waltour. Deswegen sind wir auch eigentlich nur so lange in Broome geblieben. Also es ist zwar wunderschön hier, aber das war mit der Hauptgrund, weil das mein größter Wunsch ist. Und genau, wir freuen uns, sind jetzt mega gespannt, wie die Buckelwale hier so aktiv sind. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
Freunde, nochmal abschließend zur Wahltour von gestern und allgemein nochmal zu Broome. Wir haben für die Wahltour gestern $140 pro Person bezahlt und es war wirklich sehr, sehr schön. Ja, war richtig gut. Ja. Sehr angenehm. Ja. Wir sind nur 10 Minuten von hier bis zum Hafen gefahren, sind dann wirklich sehr entspannt auf so einem Katamaran, ja, gesegelt nicht, aber entspannt gefahren. Also es war kein Speedboot oder sowas und wir haben sehr viele Wale gesehen, sogar auch von Weitem, wie sie gesprungen sind. Aber ich glaube, das ist wirklich immer Glückssache alles. Ja, sogar das Essen war super. Wir hatten vegane Häppchen dabei. Und ja, wir haben uns wirklich wohlgefühlt und würden das auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, war echt gemütlich. Ja, war wie so eine richtige schöne Sonntagsfahrt. Sonntagsfahrt, ja. Also dann noch schön beim Sonnenuntergang zurückgefahren. Genau. Und ja, war echt gut. Auf jeden Fall. Und zu Broome, wir fahren morgen weiter. Ja, also wir waren jetzt hier eine ziemlich lange Zeit in Broome. Uns hat es hier auch ganz gut gefallen. Wir haben uns hier ja, eingelebt, kann man sagen. Ja, haben unsere so einen Tagesablauf wieder reinbekommen. Und nee, ist echt ganz nett hier. Ist so ein kleines, verschlafenes ja, Küstenstädtchen, Dörfchen, wo man alles bekommt. Und ja, ist halt ganz cool. Du kannst ja an den Strand fahren mit dem Auto wieder. Was ja auch jeder macht, also der Strand ist gefühlt immer voll von Einheimischen und Backpackern und ja, hier kann man echt nochmal ein bisschen auftanken, bevor es dann ins Outback geht. Wir fahren ja dann morgen weiter und fahren die Gib River Road und genau, sind gespannt, was uns da jetzt erwartet. Wir werden nochmal alles auffüllen, einkaufen richtig und dann geht's morgen los. Sollte alles passen. Ja. 700 Kilometer Offroad. Ich bin gespannt. Ja, wird schon. Tschüss.